Ich hätte zu kommen. Zu meinem ersten Eindruck zu Felseal, Arbiter's Mark. Dieses Spiel wird sehr stark mit Final Fantasy Tactics verglichen und das ist natürlich schon etwas, was man nicht einfach mal so macht. Und dementsprechend würde ich sagen, gucken wir uns das Ganze gemeinsam an. Wenn man das Spiel startet, wird einem empfohlen, mit Controller das zu spielen. Es ist zwar auch die Möglichkeit gegeben, mit der Maus Sachen machen zu können, jedoch man merkt zumindest im Optionsmenü, wo wir auch jetzt ganz kurz als erstes reingucken, dass das nicht alles so hundertprozentig ideal ist. Und das gilt mehrerseits meines Erachtens, denn Videooptionen sehr limitiert. Grafik, da sind so ein paar Sachen dabei, die für mich nicht unter Grafik fallen würden. Zum gewissen Grad vielleicht, aber World Map Scroll Speed klingt für mich eher wie eine Gameplay-Option. Sound ist relativ umfangreich, jedoch muss man hier gleich von Anfang an anmerken, alles ist Standard auf 80 gestellt und selbst jetzt, wo ich das Ganze so ein bisschen runtergedreht habe, habe ich das Gefühl, dass gerade die Musik zumindest immer noch ein Ticken zu laut dafür ist. Gameplay, hier sind so ein paar Sachen dabei, die definitiv unter Gameplay auch gehören, aber hier habe ich logischerweise erstmal noch nichts angepasst, aber weil ich nicht so 100% sagen kann, was man hier von Anfang an hätte anpassen müssen. Keyboard und Mouse-Bindings sind theoretisch auch gegeben. Und lustigerweise auch fürs Gamepad. Okay, gut. Und dann haben wir noch Language. Das ist relativ umfangreich. Na, es geht. Aber die grundlegenden Sachen sind gegeben. Ich denke, zumindest die Leute, die sich das hier angucken, sollten damit zufrieden sein. Gut. Wir gehen nicht Continue, nicht New Game Plus und auch nicht Load gehen, sondern New Game. Don't worry over much about these settings, as you will be able to change them in-game from the troops menu. Why not in combat? Difficulty presets, beginner, injury system, random numbers, enemy level scale, raw stats scaling, added enemies, enemy gear, enemy passives and counters, enemy use drowning, enemy use revive, enemies have items, enemy use items. Da sind ein paar Sachen dabei und zumindest so von Anfang an finde ich es hier schon natürlich richtig cool, dass man, und das sieht man bei mehreren Spielen mittlerweile, sie versuchen bei Weitem mehr Optionen zu bieten, anstatt nur einfach normal schwer. Ich finde, das ist eine richtig gute Sache, dass man sagt, okay, möchte man das vielleicht sogar ein bisschen schwerer haben, dafür das andere ein bisschen einfacher, will man das oder das oder das oder das, dass man da eben die Möglichkeiten gibt, selber zu entscheiden, finde ich richtig gut. Das ist nur hier zum Beispiel, man muss einfach mit links und rechts arbeiten, würde man jetzt A drücken, was wir jetzt auch tun, startet man einfach das Spiel. In the dark days of centuries past, an otherworldly beast known as the Maw appeared in Diora, leaving ruin in its wake. In this time of need, seven great heroes rose against the threat. The battle was fierce, but the heroes prevailed, and the beast was vanquished. In slaying the beast, the heroes gained the power of immortality. They formed the Council of Immortals to rule over the land and enforce order to prevent such a catastrophe from ever happening again. But powerful as the immortals may be, they are few. Thus, they created the Order of Arbiters to enforce their will and protect the land. As agents of the immortals, arbiters wield absolute authority. They are judge, jury, and executioner. But in time, the Order of Arbiters has grown complacent and corrupted. Could a threat as dire as the ancient beast itself be looming over Diora? Ah, wunderbar. Das Intro-Menü war viel zu leise. Aber das wird nicht euer großes Problem sein. Nur allgemein angemerkt, man regelt alles runter, weil es alles zu laut ist. Und dann ist auf einmal alles wirklich viel zu leise. Good work, sagt Kairi zu Anodyne. You handled yourself well. Thanks, Captain. I don't feel I actually did all that much, though. Violent confrontation isn't always necessary or desirable. Negotiation is an equally important skill for an arbiter. Of course, you're right, Captain. Are you sure Raynor knew the time we agreed to meet, Captain? Yes, he knows, but knowing Raynor, he's probably... ... Did you hear that? I didn't.
Help, please, anyone! It sounded like it came from the alley just ahead. Let's go! Oh, he moonwalked. What is the meaning of this, sir? Why on earth would you strike down an unarmed man? Explain yourself. Pesky witnesses. What a bother. You hireling, earn your coin for once and dispatch these interlopers. Elig. Defeat Alphons. So, deployment. In this phase, you can decide which allies you want to join the battle. You can place characters on the glowing cyan tiles until the time a unit limit has been reached, shown in the top left corner of the screen. Units placed 2 von 3. Da steht da oben darüber 2 Stunden. Mal gucken, was das genau bedeutet. Sometimes specific characters will automatically join the battle and cannot be removed. Controls. At all times, the bottom right of the screen contains a list of buttons you can currently use. When using a mouse, you can also click on those icons to activate them. The left mouse button acts as a confirm key and the right button as the cancel key. Finde ich interessant. Heben nicht wirklich viele Spiele vor, einfach weil sie davon ausgehen, okay, die Leute werden es vermutlich sehen und realisieren. At most times in the game, you can press the Help button to enter the Help screen, where you can get information about relevant things shown on screen. Lastly, you can disable these tutorials in the options, although it is not recommended to do so for new players. Okay, ich will mal ganz kurz gucken. Help. Okay, das geht wirklich auf die unterschiedlichsten Sachen ein, das finde ich sogar relativ angenehm. Die einzige Sache, da werden wir mal ganz kurz gucken, wie das mit der Maus aussieht, die ich jetzt hier jetzt bekomme. Okay, also Maus finde ich da ein bisschen angenehmer. Denn man kann wirklich so ein bisschen selber entscheiden, wo das Ganze sich befindet. Wenn ich wieder mal auf die Tastatur jetzt rüberwechsle oder den Controller rüberwechsle, ich muss jetzt hier einzeln hinklicken und es ist nicht unbedingt auf den ersten Blick offensichtlich, wo es hingeht. Zum Beispiel, ich drücke jetzt gerade nach oben und jetzt nach unten. Das heißt, also es ist nicht so der Fall, dass man sagt, oh, ich entscheide selber, jetzt will ich zum Movement, jetzt drücke ich nach rechts. Das ist auch trotzdem, okay, das funktioniert auch, aber nicht nach oben. Also ich könnte jetzt nicht sagen, ich will von Jump zu Eva gehen, wo 1% ist, sondern geht dann einfach zu dem nächstvorherigen. Nicht 100% ideal, aber ich denke, so selten, wie man den Help-Screen tatsächlich nutzt, geht das trotzdem in Ordnung. Okay, wir haben 2 von 3 Units platziert. Und gleich hier von Anfang an wichtig, mit dem Controller jetzt in der Hand, ich kann den Stick nicht nutzen, um mich hier umzugucken. Ich muss wirklich das D-Pad nutzen. Und das Schöne ist, wenn ich jetzt zum Beispiel hier nach oben klicke, muss ich nach rechts dafür drücken. Ist nicht unbedingt selbstverständlich, würde ich mal behaupten. So, machen wir mal Place Unit. Wer bist du denn? Troop Menu. From this menu you can manage your units, including changing the equipment, classes, abilities, etc. You can also access crafting, check your items, sort your units and many more options. Look at the bottom right of the screen to see all the options. Explore away. Okay, also wir haben jetzt hier unsere Charaktere Kairi, Reiner, Anodyne, Virgil und Alana. So, meine große Frage ist jetzt, ich bin nämlich ganz bewusst hier reingegangen, nach welcher Logik sucht das Spiel bitte die Charaktere aus? Denn wir haben hier Kairi und Anodyne bereits drin. Hätte man geguckt jetzt in dem Unit-Menu oder Troops-Menu, da war Reiner zum Beispiel an der zweiten Stelle. Also würde man vielleicht denken, Reiner zugeben, er wurde jetzt hier in der Story so gesehen als vermisst angesehen, würde man trotzdem denken, oh, vielleicht müsste jetzt Reiner als nächstes auftauchen. Aber dann ist es aber Virgil. Und ich habe auf den ersten Blick jetzt keine Möglichkeit sagen zu können, wer ausgewählt wird. Das ist wirklich einfach nur Place Unit und der erste, der aufploppt, ist dann er. Und dann kann ich nur noch die Richtung entscheiden, wo er hinguckt. Und mehr kann ich logischerweise jetzt hier nicht machen. Also noch nicht ganz klar. Aber man sieht zum Beispiel hier, wenn man, machen wir mal hier, Remove. Denn jetzt wird sie ausgewählt. Das heißt, wenn ich jetzt hingehe und sage, okay, ich will jetzt nicht sie haben, muss ich sie wieder rausnehmen? Und jetzt, das ist eine merkwürdige Herangehensweise. Vielleicht wird es noch besser erklärt, wie man das anders machen soll. Aber dass es keine bessere Möglichkeit auf den ersten Blick gibt, Leute auszuwählen, ist schon leicht ulkig. Okay,
Wichtig ist, wir haben zum Beispiel jetzt hier die Übersicht von Lana. Mit dem rechten Stick kann man sogar nochmal weitere Sachen sich angucken. Und da sieht man, da sind schon so ein paar Sachen dabei, die man durchaus lernen kann. Okay, Rio und Alphons. Ja, mehr machen wir jetzt erstmal noch nicht, weil wir nicht wissen, was es hier noch mehr zu machen gibt. Außer, dass wir halt noch eine Einheit erstmal platzieren sollten. Beginnen! By law of the degree of the Arbiters, I order you to lay down your weapons and surrender. Now! You are an Arbiter? This is even more tiresome than I thought. Hireling, exterminate these pests for me and you will receive a tidy bonus. At once, Lord Alphons. As you wish. Anodyne, it looks as though you are about to face your first real battle. Yes, I see. I'm ready, Captain. I'm sure you are, but why don't we quickly review the basics, just to be safe. In Felseal Arbiter's Mark, combat is turn-based. Every unit will get an individual turn, where they can move and or take an action in any order. You can see the global turn order at the top of the screen. Und da muss man natürlich so ein bisschen gleich von Anfang an sagen, doch es wird leicht hervorgehoben, wer zu welcher Seite gehört. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, das ist mir fast ein Ticken zu schwach dafür. Und zwar wichtig ist, der erste Charakter in grün hervorgehoben, auf der linken Seite, das ist Kyrie, den Charakter, den wir vermutlich jetzt als erstes spielen. Danach kommt, vermute ich mal, das sollte tatsächlich ein blaues Fenster sein. Also ich denke, das hätte man vielleicht nochmal farblich ein bisschen besser vorheben können. Denn es sind wir, dann Rio, dann wieder wir, dann Alphons, zweimal wir, Rio und so weiter. Also vielleicht geht es über die Zeit, auf den ersten Blick sieht man einfach nur super viele Porträts. Und muss sich erstmal da ein bisschen reinfinden. So, gucken wir mal weiter. Movement. A unit can move up to a maximum amount of tiles every turn, shown by their movement range, the boots icon. Okay, also in Kyrie's Fall wären das 4. That movement is also restricted by terrain, and units can only reach tiles that are within their vertical movement range, shown by the... okay, das kleine Symbol ist schlechter als das in dem unten Infomenü, das ist also dieses, ich nenne es mal Sprungmenü, Icon. The height of a tile is shown in the top left corner of the screen. Okay, das sollte das sein, 2H. So, Action. A unit can take a single action every turn. The list of all their possible actions will be shown every turn for you to choose from. Actions include everything that isn't your movement, such as attacking, using an ability, opening a chest, etc. Now then, let's deal with the scum. Move on the map limited by your movement value. You may still take action afterwards, if you haven't done so already. Okay, damit wurde das ausgewählt. Wir gehen logischerweise hier genau neben diese Person. Und move on the map. Okay, jetzt können wir das selber noch gucken. Warcraft. Abilities of the Mercenary Class. These fighters are averse in all manners of Warcraft. They know that combat can be a fickle thing and are prepared for whatever situation is thrown at them. Holy Magic. Abilities of the Mender Class. Medics who specialize in using Holy Magic to keep their allies healthy and alive. Items. Alles klar. Gucken wir mal, was sich hier und da verbindet. Field Aid. Restore 0.6 HP and remove Poison, Bleed, Mute, Cripple, Sleep. Okay. Forceful Strike. Deal 0.85. Ist interessant, dass es nicht Point ist. 5x physical damage and pushes the target away by one tile. Depending on the terrain, this could have interesting results. So, ich will das jetzt mal testen, einfach um zu wissen, was passiert, weil jetzt hier neben Rio steht. Confirm. Aha, es gibt Push Damage, nice. Attacks from the sides deal more damage than from the front, and attacks from the back deal even more. Taking advantage of this mechanic can be oder will be crucial to victory. At the end of your turn, you will be get to select your character's facing. Try not to show your back to your enemies, as they will also deal more damage from the sides and the back. So, dann begeben wir uns natürlich jetzt hier hin. Das ist zwar, nachdem wir jetzt gelernt haben, nicht die beste Option, aber es ist trotzdem richtig. So, interessant ist in dem Fall natürlich, wir würden einfach angreifen.
Und das ist, denke ich, sogar auch in der Situation besser, denn wir wollen definitiv Alphonse nicht wegdrücken, weil dann könnte er vielleicht mehr Movement gewinnen, um hinter einen zu kommen. Weiterhin, Auswahl. Moment, lassen wir neu machen. So, wir starten in der Mitte. Was muss ich drücken, um auf Alphonse klicken zu können? Runter geht ein dorthin. Links ist die richtige Wahl. Okay. So, auch wichtig ist, es wird ihm hier, bevor man das bestätigt, hervorgehoben, er würde 24 Schaden nehmen. Zu 100% Treffer vermute ich mal. Und wie man sieht, er hat 48, also ein Schlag mehr und er wäre ausgeschaltet. Man sieht auch, man bekommt sofort XP. So, hier hätte man zum Beispiel wirklich überlegen können, ob man sie nicht hätte schräg stellen sollen. Denn man hätte realisieren können, Rio greift als erstes an. Und somit hätte man das Ganze nochmal besser angehen können. Okay, gucken wir mal. Wir haben nämlich jetzt, okay, ein Wizard. Abilities of the Wizard Class. These spells slingers can take out large groups of enemies at once by unleashing destructive magic upon the battlefield. So, ich würde mal sagen, erstmal ist richtig, dass wir den hier hochschicken. Und dann finden wir mal raus, wie das aussieht. Er hat Water, er hat Fire. Und man sieht, man kann sogar in einem großen Radius Gegner angreifen. Und ich gehe mal davon aus, wenn man sich zu dumm anstellt, würde man definitiv auch seine Mitstreiter treffen. Das heißt, wir wollen ganz bewusst da oben in die Ecke anvisieren, damit wir nur die beiden Nasen treffen. Und man sieht auch gleichzeitig, wie viel Schaden man theoretisch machen würde. Fire! Wunderbar. So, und den müssen wir nicht drehen, weil er nicht erreicht werden kann. I yield. A wise choice, if a bit late in the coming. Aha, da hatten wir also hier wirklich ein spezielles Ziel, das wir anvisieren mussten. Wir mussten nicht mal dringend Rio ausschalten oder haben jetzt sogar die Möglichkeit, nicht Rio auszuschalten. So, Reward, GP und Snakebite Oil, 2 Stück. Ability Points, total for all participants. Map Completion, Carry Never Falls Bonus, Vigorous Learning und total for all Benched Units. Aha. Ladies, there you are. What's this? You didn't tell me we were going to have a party. Reiner, at last. Weren't we supposed to meet an hour ago? We could have used your help with these thugs. No matter. This gentleman kept us company, and now we will show our gratitude by providing him with a nice comfy cell. You cannot be serious. Do you not know who I am? I am Lord Alphonse, to be precise. As a nobleman of this realm, I command you to release me. Slaying an unarmed man, attempting to eliminate the witnesses to your foul crime, and now resisting lawful arrest. And there are limits to the privileges of nobility, as you are about to learn. An arbiter and a simpleton, I see. Very well, let us proceed with the farce if we must. Bring me to the arbiter's chapter house for my trial. Are you suddenly struck dumb as well as simple? The knight's chill does not agree with me. Make haste and escort me to the chapter house, wench. Reiner, I have decided to make a small detour to Illustre. We will personally deliver this nobleman to the main chapter house. Clever. I wonder how much sway the little lording has in Illustre. Very little, I suspect. Gather our people and make everything ready. We move at first light. On it. Now, to ensure you are comfortable for the trip, outrageous, simply outrageous! Simmer down, or I'll put out a gag next. No one bothers washing the gags in between prisoners, mind you. Very well. What about the other one, Captain? Just a henchman. We will drop him off at the local chapter house. No need to cart them both all the way to Illustre. Let's head for Illustre now. I'm sure our eminent guest is eager to get started on his trial.
Aha, ist eine Zwischenstation. The journey may be treacherous. We should stop at the local guild here in Gilg and hire more hands for the road. An extra recruit would go a long way. Okay, enter area. Shop oder Guild? In need of new hires oder recruits? Recruit. So, you can change the visual appearance of units in this section. By using the left-right arrows on any category, you can quickly change its value and or select the row. Click on the row text with the mouse or hit the confirmation key to view or a list of possible options. You can import your own portrait into the game. Information is provided in the game's main folder about the process. Okay, interessant. Man kann auch bestimmen, welches Level die sein sollen. Und man sieht, es ist aktuell auch limitiert an dem Maximum, das man bisher erreicht hat. Also man kann nicht einfach sagen, oh, ich schmeiß jetzt einfach ein Level 50er rein. So, gucken wir mal weiter. View List, Mercenary, Scoundrel, Mender und Wizard. Und man sieht auch gleich, wenn man das Ganze durchwechselt, die Stats und andere Merkmale ändern sich unten in dem Informationsscreen. Ich weiß jetzt nicht, was wir hier wirklich brauchen, aber da ich das Spiel sagt, wir sollen einfach mal einen holen, machen wir das. Wir können aussuchen zwischen männlich und weiblich und aha, jedes Mal, wenn man wechselt, wird auch ein anderes Bild genommen. Durchaus interessant. Gucken wir mal so ein kleines bisschen. Wieso kann man hier unter dem Porträt auch sagen, welches man haben möchte? Yes, you can. Sehr schick. Da sind ein paar Kiege dabei. Yep. Und wie gesagt worden ist, man kann auch seine eigenen Sachen importieren. Heißt also, wenn man es wirklich möchte, kann man da durchaus lustig Sachen selber importieren. Das ist doch durchaus cool. So, ja, und das Wichtige ist natürlich Porträt und Ingame-Charakter. Sie sind natürlich unterschiedlich. Und man kann da so theoretisch einiges machen. Die einzige Frage, die mir jetzt noch bleibt, ist, wo zum Kuckuck kann ich bestimmen, was für ein Name der Harden wird? Aha, Name Import, nice. Soll ich mal ganz kurz nochmal so ein bisschen gucken? Ja, Face hilft natürlich nicht, wenn du gerade Headwear anhast. Das sieht alles durchaus ulkig aus. Man kann da viele, also das ist schon durchaus cool. Dadurch, dass man dann wirklich seine eigenen Charaktere so ein bisschen in das Spiel bringen kann, hat man hier wirklich einiges zu aus. Also ich drücke hier gerade durch Accessories durch, da ist so rein gar nichts. Use Class Outfit. Ooh. Yeah, babe. Yeah, baby. Schöne Haare. Damit hatte ich jetzt auch nicht gerechnet. Hair Color. Hairstyle. Okay, also ich wechsle Hairstyle. Aber scheinbar. Was bestimmt. Ist das. Ist, no, das ist Accessory. Okay, also die 0 ist tatsächlich dieser Afro. Okay, None. Das ist das, was man theoretisch. Use Class Head. Okay, das hätte ich zum Beispiel auch nicht unbedingt so erwartet. Da sind ein paar coole Sachen mit dabei. Also, wenn man wirklich möchte, kann man hier das Ganze durchaus kunterbunt angehen. So, jetzt will ich noch ganz kurz gucken. Facial Hair. Das wird auch nochmal relativ ulkig. Und mal hier collarmäßig kann man das anpassen. Und dann gucken wir nochmal zu guter Letzt. Als erstes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0, 0, 0. Okay, also man, wow, man kann so einiges an Charakterlimit ausnutzen. Das ist doch schön. Sehr gut. Ja, und so kann man seine eigenen Charaktere hier in das Spiel mitbringen. Cool. Change Appearance. Lass uns auch nochmal hier rüber gucken. Ja, hier sind die anderen dabei. Es gibt ein paar Charaktere, die fix vorgeschrieben sind. Aber die hier, da kann man munter weitermachen und diese auch anpassen. Sehr schick. Wunderbar, das gefällt mir doch schon mal sehr gut. Und dann würde ich sagen, jetzt gehen wir über zu dem nächsten Punkt, das auch gleich hier scheinbar mit einem Kampf wieder weitergeht. There used to be travelers saw yawning in the area, but frequent marauder attacks have taken their toll on the busy road. Enemy level 1 to 2. Kairi? Yes, I noticed. What's happening, Captain? Stand back, Anodyne.
spotted. Ah, well, you arbiters are ever bit as sharp as they say. But a much friendlier, well met friend. If you have business with us, out with it, otherwise step aside. Of course, I will make it quick for you, and over that nobleman traipsing along at your heels, and everyone else can be on their merry way, safe and sound. What a splendid idea. Quiet. Safety and soundness first, exactly my own philosophy, but first tell me, just what is it you want with our bejeweled guest? Fun he should ask, from what I've been hearing lately, I bet you Arbitus wouldn't mind a taste of his action yourself, eh? Alright, here it is, the rich fop will pay us handsomely for his freedom. Hand him over and 20% of the fee is yours to divide amongst yourselves. No one need ever know an arbiter was involved in our little transaction. I get what I want, you get paid, and your reputation remains as spotless as Alastor's peaks. Win-win-win. Is there a fourth win I'm missing? Well, what do you say? Do we have a deal? I don't know, Gary. Only 20? Captain? Enough. We haven't the time to exchange banter with these fools. As for you lot, attempting bribery, intimidation, interfering in arbiter business, serious crimes, the kind that should see every one of you decorating the trees. Whoa, but get out of our way and I will forget I ever saw your faces. That is my final and only counteroffer. Signal that you accept before I change my mind. Of all the doomy luck, we just had to run into one of the clean arbiter within 100 leagues. Jump, lively boys. It looks like we must earn our prize today. No survivors, no witnesses. The crossroads. Defeat all foes. So, wir können einige Einheiten jetzt hier mehr auswählen. Dementsprechend platzieren wir mal all die Leute, die wir haben. Sehr schick. Und mehr kann ich jetzt, denke ich, auch nicht machen. Und irgendwelche anderen Positionen, dadurch, dass die wirklich noch eine Reihe nur hinter sind, ist, denke ich, auch nicht clever. So, ich will mal ganz kurz eine Sache machen. Und zwar, wie ich schon ein bisschen angemerkt hatte, der Sound ist gefühlt jetzt hier ein Ticken zu leise. Also verdoppeln wir das einfach mal ganz kurz, damit man auch mal hiervon vielleicht ein bisschen mehr hört. So, ein Scoundrel. Trickery of Scroundrel Trickster who eschew brute strength in favor of speed and nimbleness. They are adept at acquiring what others possess. Dirty hit. Deal physical damage to the target and has a 62% chance of inflicting blind. Counts as a regular attack and will use the equipped weapon's element and debuffs. Und steal GP. Man kann also auch Geld klauen. Und das Interessante ist, es macht trotzdem weiterhin Schaden. Das ist etwas, was mir durchaus gefällt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Denn viele Spiele gehen ganz gerne hin und machen den Steal-Move einfach nur als, du kannst jetzt ein Item klauen oder nicht. Hier kann man immerhin sagen, okay, ich mache immerhin weiterhin ein bisschen Schaden. Okay, wichtig ist, man kann natürlich sich auch andere Charaktere angucken. Schau-Movement. Hier sieht man also schon durchaus, man kann taktisch agieren. Und das Wichtige ist, man muss, genau. Man hätte vielleicht überlegen können, ob man vielleicht eine andere Farbe wählt. So, wir werden gleich mal eine Sache testen. Was passiert, wenn ich... Moment, dich hier hin... Okay, das Wichtige ist, wenn man in Free Navigation ist, man muss erstmal einmal wieder komplett rausgehen. So, wir testen es mal ganz bewusst. Ich bewege dich hier so hin. Und dadurch, dass du sonst niemanden angreifen kannst, ist das für dich jetzt erstmal. Wir wissen, wie weit die kommen. Beziehungsweise, ob die von dem Punkt an hier schon angreifen können. Anodyne, why don't I give you a quick refresher on items? Items don't work as they usually do in most games, so you probably shouldn't skip this tutorial.
Items in combat. Any character can use items simply by selecting the item command in their action list. You will notice items have a count next to them that count as the maximum amount that can be used in any single battle and is shared across the whole team. Interessant. Das heißt, ich könnte in dem Fall zwei Potions maximal einsetzen. At the start of every battle, item counts are automatically refilled to their maximum amount for free, so don't hold back on using them as needed. Das ist meines Erachtens eine richtig gute Entscheidung, denn so viele Spiele kranken daran, dass die Spieler selber einfach nicht Items einsetzen möchten, aus Angst, weil man könnte sie ja für was anderes brauchen. Wenn man aber hier hingeht und sagt, man geht vielleicht hin und kauft die einmal in dem Laden und dann kann man sie immer wieder einsetzen, ist zwar nicht zu 100% realistisch, aber es bringt halt einem die Möglichkeit, diese auch einzusetzen, ohne die Angst halt zu haben, dass man vielleicht sie verschwendet. Okay, es gibt, denke ich, bisher noch nicht allzu viel, was man von der Logik anbringen kann. Ich meine, ich bewege sie jetzt mal ganz bewusst hier unten hin. Upsala, jetzt muss ich erstmal wieder einmal wieder zurück, bis das Menü aufploppt. So, und jetzt ist so die Frage, ja, dadurch, dass hier keiner eh hinkommen kann. Okay, wichtig ist, mit B kann man einfach das Ganze wieder zurücksetzen, so wie es sich auch wirklich gehört. Also, wenn man schon mal so ein bisschen wirklich halt Final Fantasy Tactics gespielt hat oder von mir aus auch sowas wie Disgaea, man kennt hier so einige Sachen, klar, man kann anders als in Disgaea zum Beispiel nicht Leute hier werfen, aber ich würde mal behaupten, ansonsten kommt einem das vielleicht zu einem gewissen Grad doch schon durchaus bekannt vor. So, was bist du? Amanda. Okay, also du kannst heilen. Das heißt, du solltest nach oben gehen, denn unser Hauptcharakter ist ebenfalls ein Mender. So, du folgst mal nach unten. Okay, also hier sieht man zum Beispiel, dass das vollkommen ausreicht, um so auch Leute angreifen zu können. So, dann gucken wir mal. Was gibt es denn hier? Oh, wow. Startete der grundlegend nur mit 10 MP? Denn hier ist wirklich wichtig hervorzuheben, wir können ein Spell einsetzen und dann war's das. Und das Schöne ist, ich kann den jetzt hier nicht mal so... Oh, wow. Gucken wir mal ganz kurz. Revive, Deal, Damage, 25... Okay, da ist erstmal noch kein Grund, irgendwas zu machen. Curry, mark you that sizable trapdoor. I think they might have reinforcements waiting below. Aha. Well, spy it. If one of us stands directly upon it, that should keep it sealed against any new enemies. Agreed, but we must move quickly if we plan to secure it. They could strike at any moment. Interessant, okay. So, keiner von denen kommt jetzt so direkt hin, aber jetzt müssen wir eh aufpassen, denn die Wauwau sind als nächstes dran. Dann gucken wir mal ganz kurz. Ja, genau, da ist auch schön, da wird auf Detail mit auch hervorgehoben, wer das genau ist. Das heißt also, beide von denen könnten hier dann als nächstes agieren. Wie sieht's denn sonst aus? Du kommst da, du kommst vorher. Das heißt also, unsere Idee wird dann tatsächlich sein, erstmal auf den Hintern sich zu konzentrieren. Und wir gucken einfach mal, ob ein Blind nicht mal so dumm ist. Oder sollte man tatsächlich vielleicht überlegen, trotzdem Mercenary slash Scroundel Mercenary. Wie werden die sonst beschrieben? Vangal. Mercenary Vangal. Okay, gut. Zeig mir mal, wie Attack für den hier aussieht. Interessanterweise auch nur 24. Woran liegt das? Vielleicht sollte der Tutorial-Kampf einfach nur angenehmer sein. Okay. Plus Blind, nice. Und ja, mach du mal ruhig so. Das Gute ist zum Beispiel die Wauwaus. Ja, einer von denen kommt zu uns hin, da müssen wir also aufpassen. Denn Kollege hat jetzt schon einiges an Schaden genommen. So, gehen wir mal wieder hin. Du würdest sogar relativ weit kommen. Das finde ich nicht hundertprozentig ideal.
Wie weit könntest du... Okay, dann begeben wir uns am besten wirklich da so nach... Nope. Da so nach oben. Range... Okay. Alles sind leider nicht weit genug. Remove all debuffs. Nicht ideal, würde ich mal bezeichnen. So, dann geben wir sie natürlich hin und stellen die so hin. Okay, gehen wir mal weiter. Du bist das Ziel. Okay, das ist wieder mal Push. Ist Push clever? Zum gewissen Grad vermutlich. So, du könntest heilen. Wie weit kannst du laufen? Du könntest dort hoch. Holy Magic. Ja, du brauchst es ganz dringend. Wunderbar. Ja, genau. Jetzt kann sie nämlich nur frontal angreifen. Damit haben wir den Schaden reduziert. Wow, also die gehen wirklich hin und gucken, ja, den bestmöglichen Schaden anzurichten. Was gut ist. Aber natürlich, dadurch, dass man sieht, selbst mit den jetzt hier 6 Leuten, die wir haben, dadurch, dass es immer vor und zurück geht, kann es natürlich auch, das ist das Beste, was man kann, kann es natürlich trotzdem schnell eskalieren, je nachdem, wie die Gegner sich einfach anstellen. Bonk. So. Jetzt haben wir hier wieder einige Leute. Wer ist als nächstes dran? Ich denke, das ist ein bisschen etwas, was mit dem Gamepad schlecht umzusetzen ist, wenn ich zum Beispiel jetzt hier mal wieder auf die Maus wechsle. Hier kann ich nämlich einfach simpel draufklicken und kann bei weitem schneller herausfinden, wer denn diese nächste Person ist, die jetzt dran wäre. Und dementsprechend meine mitbeste Idee muss es ja eigentlich sein. Ne, jetzt muss ich hier nochmal zurück machen, okay. Da kann man zum Beispiel hier mit 1 bis 6 arbeiten. Ich sage, du gehst dorthin. Elementalism. Und jetzt müssen wir mal ganz kurz herausfinden. Das ist schade. Ich kann zum Beispiel von hier aus nicht nur mal sagen, zeig mir den anderen Charakter an, damit ich jetzt nochmal prüfen kann, ob der irgendwelche Resistenzen hat. Aber im Endeffekt, genau, man kann es auch einfach so rüberhalten. Und dann würde es theoretisch auch so funktionieren. So, und dann hat man hier natürlich unten klar die Einsicht. Wenn man sagt, man will das mit dem weiterspielen, kann man so hin und her wechseln, herausfinden. Und Space zum Ausführen. Wunderbar. So, dann haben wir sichergestellt, von der Seite Schaden ist zwar auch nicht, Schaden nehmen ist zwar auch nicht, oh, und dann weggerannt. Nehmen ist nicht angenehm. Und wow, man hat gesehen, die Person ist wirklich weggerannt, damit Wauwau danach ebenfalls die Chance hat, nochmal anzugreifen. Also, hier gleich von Anfang an muss man sagen, Beginner heißt nicht, dass sie sich dumme anstellen. Die machen trotzdem das Mitbeste aus ihrer Situation. Okay, ich bleib mal ganz bewusst bei Tastatur und Maus. Ich gehe mal hin und sage, ich gehe jetzt hier hin. Damit habe ich vermutlich jetzt Reinforcements deaktiviert. Und ja, man muss natürlich... Thorns, was tut denn Thorns? Bro, Thorns, okay. Ich vermute mal, die hat er jetzt dadurch bekommen. Okay, wir gehen hin, sagen Items. Yes. Und jetzt kann ich mich nur noch bewegen. Wow. Das heißt also, um jetzt clever zu sein, muss ich ja eigentlich sie ein bisschen weit nach hinten verschieben. Boah. Das ist natürlich übel zu beobachten. Also hier gleich mit dem ersten richtigen Kampf... Doch eine gewisse Herausforderung hier anzutreffen, finde ich beeindruckend. Denn die Gegner stellen sich durchaus clever an. Also ich könnte jetzt versuchen, natürlich auf sie loszugehen, in der Hoffnung, dass wir dann einen Gegner weniger haben. Wer bist du? Du bist dann... Sie ist definitiv in Gefahr, unserer Männerin. Und du kommst nicht mal weit genug, um überhaupt so agieren zu können. Das ist natürlich doof. Habe ich davon was, irgendjemanden zu schubsen?
Meines Erachtens nicht wirklich. Ja, und das ist natürlich so hier gleich das von Anfang an Problem. Hätte ich jetzt so schon versucht, natürlich hier Herrn Bertilein anzugreifen. Ich kam natürlich nicht hinter ihn, weil unser Mender da im Weg steht. Okay, aber im Endeffekt musst du sogar jetzt hier bleiben, weil sonst würde er in seinem nächstbesten Zug versuchen, unseren Magier von hinten anzugreifen. Also muss ich vermutlich das Beste daraus machen und hier einfach nur von der Seite angreifen. Und da muss man nochmal hervorheben, 17 Schaden von 90 ist verdammt wenig. So, ja, du kannst in erster Linie heilen. Whoopala. Also da muss man sich zwischendurch auch dran gewöhnen. Rechte Maustaste ist zum rückgängig machen. 14 Schaden. Das ist so wenig. Okay, im Endeffekt musst du dich eigentlich schon fast richtig nach oben bewegen. G ist Free Navigation. Doch, du kommst bis da hinten hin. Im Endeffekt musst du eigentlich dich da nach oben bewegen. Du musst wieder heilen ansetzen. Ich könnte mir sonst gut vorstellen, dass die beiden extremst auf die losgegangen wären. Mhm. Also das ist bitterbös, muss ich ganz ehrlich zugeben. Der allererste Kampf und gefühlt gewinnen die. Okay, er hat Blind irgendwas getan? Auf den ersten Blick meines Erachtens. So, das bist du da. Okay. An dich. Das ist auch beängstigend. Die ist so weit gelaufen. Also ich habe das Gefühl, man muss hier zum Teil wirklich clever agieren. Dass man wirklich versucht, die Charaktere fokussiert auszuschalten, damit man einfach die Anzahl der Gegner reduziert. Ich habe jetzt hier nichts davon, den zu schubsen oder ähnliches. Okay, und jetzt sage ich, dadurch, dass ich weiß, dass sie als nächstes kommt, drehe ich dich schräg. Der Wauwau ist noch richtig stark. Auch der Wauwau ist noch halbwegs stark. Okay, also am liebsten würde ich natürlich schon... Das funktioniert leider nicht. Und das ist das Problem, was ich zum Beispiel bei The Sky ja sehr angenehm fand. Da hat man nämlich erst Magie gehabt, die zum Beispiel nur eine Zelle angegriffen hat. Also sagen wir mal hier wirklich nur den Wauwau. Dann auf Level 2 hatte man die Möglichkeit, dass man zum Beispiel ihn und einen schräg daneben angreifen konnte. Also so gesehen zwei Ziele. Das heißt, ich hätte zum Beispiel hier in dem Fall einfach auf Hundi zählen können und das Ganze so drehen, dass nur er angegriffen wird. Dass man hier gleich von Anfang an mit einem Fünffelder startet, bringt mir eher Probleme als alles andere. Denn wenn man zum Beispiel überlegt, okay, versuchen wir mal wirklich nur die beiden zu treffen. Man müsste also hier hinziehen oder hier hinziehen. Und wie man sich vorstellen kann, das funktioniert leider nicht. Okay, das ist nämlich natürlich doof, weil klar, ich kann jetzt hier hingehen, die Personen versuchen sich ja auszuschalten. Aber das würde mir halt nichts... Okay, ist wieder wichtig, man muss, dadurch, dass es leider nicht richtig anders angezeigt wird, man muss immer erstmal realisieren, okay, oh, da hat er jetzt zum Beispiel hier nicht die Bodenkarren angezeigt. Okay, jetzt hast du wieder, hattest du nicht gerade eben nur 10 von 30? Vielleicht war das immer noch ein Fehler. Okay, Details, Hold. Oh, das ist auch interessant, da sieht man, wann die dran sind. Obwohl ich noch nicht ganz verstanden habe, warum da zum Beispiel Turn 35% dabei steht. Denn ich realisiere halt, dass die 1 hier... 1, 5, ja, also das stimmt, aber ich verstehe noch nicht ganz, was die 35% bei Turn-Doppelpunkt bedeuten. So, gucken wir mal weiter. Select, Target, Tab, Allies. Achso, da kann ich zu den jeweiligen hinspringen. Und dann gibt es auch noch die anderen Tasten, um zu denen hinzuspringen. Okay, aber halt... Die Magie fühlt sich halt noch nicht wirklich gut an, denn wenn ich zum Beispiel jetzt hier sage, Show Targets, ja, dann würden alle von denen getroffen werden. Das heißt, von Anfang an hat man doch mit der Klasse ernsthafte Probleme, denn logischerweise, wenn ich zum Beispiel jetzt versuchen würde, hier zu treffen, ich müsste so zielen, das heißt, ich müsste weiterhin neben dem Gegner bleiben, würde ich versuchen, zum Beispiel sie hier anzuvisieren. Ich hätte keine Möglichkeit, weil sonst treffe ich Schattenmensch, sonst treffe ich Reiner, sonst treffe ich hier sie noch damit.
Also das finde ich nicht unbedingt ideal. Ja, okay. Machen wir das Beste aus der Situation, würde ich mal behaupten. Also ich bleib dabei. Wir machen viel zu wenig Schaden. Okay, da haben wir zumindest halbwegs richtig angestellt. Der Gegner hat ein Level-Up. Special events that happen during combat will display an event icon on the turn order list at the top of the screen. When the event icon comes to the front of the turn order, the event will trigger. Hier also zum Beispiel. Das ist aber auch, also, da muss ich gleich von Anfang an sagen, es ist sehr interessant zu beobachten, wie clever die sich anstellen. Greifen an, laufen weg vor allem. Ja, das Schöne ist natürlich hier, ich stehe jetzt mit dem da drauf, aber halt, dadurch, dass sie scheinbar überhaupt keine, ich meine, ich könnte mit einem Stein um mich werfen. Und der Stein würde theoretisch sogar einiges an Schaden anrichten. Aber ich muss mit ihm ja jetzt hier gefühlt hier drauf stehen bleiben, damit halt keine Reinforcements kommen. Okay, das macht jetzt nur 25 Schaden, hieß es nicht, dass es 45 machen soll? So, Wauwau da hinten ist als nächstes dran. Machen wir mal wieder G. Du bist als nächstes dran. Du wärst dann dran, aber da könnten sich Schattenmensch und Lana drum kümmern. Das würde also noch in Ordnung gehen. Das heißt, wir werden tatsächlich uns jetzt hier so auf den konzentrieren. Beziehungsweise, du würdest zu Lana hinkommen. Vielleicht, wenn man sich hier jetzt, Richtung, was ist da, clever anstellt und sagt, wir pushen den jetzt ganz bewusst nochmal nach hinten. Vielleicht ist das wieder zu weit weg, um was... Oh, wow. Das ist also Thorns. Uncool. Nope, kommt trotzdem zu ihr hin. Und sie wurde damit, denke ich mal, besiegt? Fragezeichen. Ein HP hat sie noch. Gerade so irgendwie überlebt. Okay, dann ist jetzt klar, wir müssen jetzt hier dafür sorgen, dass die ausgeschaltet wird, bevor sie wieder was machen darf. So, und dadurch, dass er jetzt als... Oh. Ha, da müssen wir es gleich nochmal testen. Ja, du bist ernsthaft geschissen hier. Dementsprechend, du musst dich da jetzt hier doch wieder wegbewegen. Restore one ment. 30. Das ist nicht unbedingt viel, aber hey. Whatever. Irgendwie sich am Leben erhalten. Die gehen auch immer auf den Heiler los. Ah, da hätte ich noch was anderes testen sollen. Okay, machen wir es mit dem Charakter. Und zwar, ich will testen, ob ich nochmal die Möglichkeit habe, wenn ich entscheide, in welche Richtung ich gucke, ob ich dann nochmal auf Free Movement gehen kann. So, du bist als nächstes dran. Das ist ein Problem. Also, hier bleibe ich so ein bisschen dabei. Es fühlt sich alles noch nicht so richtig durchdacht an. Ich finde, dass wir zu schwach sind, die Gegner gefühlt fast zu stark wiederum sind. Und gerade sowas wie Forceful Strike im Tutorial-Kampf war das durchaus lustig, wenn man zwei Gegner aneinander gebummt hat. Aber hier, gleich auf der ersten Map, die Map ist viel zu groß, um irgendwie sagen zu können, ich gewinne davon irgendwas. Denn selbst hier die Idee, oh, ich schubs den Hund einfach weg, der Hund kann trotzdem weit genug laufen, um sein Ziel zu finden. Und dementsprechend, ich könnte euch jetzt nicht sagen, was hier die richtige Entscheidung ist. Denn ich kann euch nicht garantieren, dass dieser Angriff ansatzweise stark genug ist. 34, nope, es ist nicht ansatzweise stark genug. Dementsprechend ist eigentlich die Überlegung, lieber hier zu bleiben, bei weitem cleverer. Denn sonst laufe ich in die Gefahr, dass die einfach halt mich von hinten angreifen. Oder einfacher von hinten angreifen. Dementsprechend... Ich push dich einfach mal, aber wie gesagt, da es nur ein Push ist, ist das viel zu wenig. Klar, ich kann jetzt nochmal überlegen, einen Move zu machen. Und das mache ich auch, damit ich den Rücken da sicher halten kann. Okay, so, jetzt bewege ich dich mal voran. Dadurch, dass ihr zu weit weg seid. Es sind auch nur 26 Schaden. Deswegen, also, es gibt für mich nicht diese Logik, wo ich sagen kann, oh, ich stelle mich jetzt clever an.
um irgendwas daraus zu gewinnen. Ist so, ich mache jetzt Angriff und dann bin ich dem Gegner wieder so ein bisschen ausgeliefert. Denn ja, das war mir jetzt klar, natürlich. Irgendwie wird er mich von der Seite angreifen und jetzt hat er mich einfach umgebracht. One of your allies has fallen, foreign allies will be available again next battle, although they will have sustained an injury. An injury will drop all the stats by 10% until it wears off. It will wear off after they rest for a full battle, meaning they need to remain on the sidelines and can't participate in battle. Allies can also be revived in combat using spells and items, although they will still receive an injury at the end of combat regardless, and could receive more injuries if they fall again. Please note that Kairi will not receive an injury if she falls in combat. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, das Kampfsystem vom Gameplay geht in Ordnung, aber nicht, wie es tatsächlich von den Stats aufgebaut ist. Ich finde, wir machen viel zu wenig Schaden, die Gegner machen zu einfach zu viel Schaden, und wenn wir versuchen, mehr Schaden zu machen, rennt man eigentlich nur das Risiko. Denn im Gegenzug logischerweise Schaden zu nehmen. Dementsprechend, ich könnte jetzt nicht sagen, oh, es ist jetzt clever, den Hund anzugreifen, denn der Hund greift doch dann im nächsten Punkt dann wieder uns sofort an und nutzt dann halt einfach die Schwachstelle aus. Und das sind die hier sehr aggressiv. Dementsprechend zum Beispiel hier, ich greife den von hinten an und selbst jetzt weiterhin mache ich nicht genug Schaden. Und das Fiese ist ja auch, könnte ich sagen, oh, ich nutze jetzt einfach einen Spell oder ähnliches, denn diese sind einfach schlichtweg schwächer. Ich habe also nichts davon, hier die schwächeren Attacken einzusetzen. Ja, jetzt habe ich den zum Beispiel besiegt und jetzt muss ich eigentlich gucken, okay, wenigstens den Rücken sicher halten. Aber dadurch, dass halt, ja. Also, ich muss ganz ehrlich zugeben, dieses Spiel gefällt mir so überhaupt nicht. Der Grafikstil spricht mich nicht an. Das Gameplay spricht mich nicht an. Und das ist echt übel. Denn mein Problem ist schlichtweg, dass ich bisher keinen strategischen Punkt dieses Spiels sehe. Klar, man will von der Seite oder von hinten angreifen, aber jedes Mal, wenn du das machst, läufst du eigentlich nur in Gefahr, selber so angegriffen zu werden. Und dadurch, dass du halt, obwohl, es sind vermutlich ungefähr gleich viele Gegner aktuell. Ich gehe davon aus, dass man später noch mehr bekommt, aber halt selbst dann, wenn man sagt, okay, wie kann man strategisch an Sachen rangehen? Man wird irgendwie immer bestraft dafür. Jede strategische Herangehensweise ist irgendwie bestraft. Und dafür fehlt mir einfach so, wie gesagt, Magier, mehr Optionen zu haben, wie man Gegner anvisiert. Andere Klassen, dass man sagt, okay, die haben halt einen Angriff, der für Magie oder ähnliches mehr Schaden anrichten kann. Hier ist es wirklich nur der Fall, entweder machst du einen normalen Angriff oder du machst deine speziellen Skills, die weniger Schaden machen und dann aber einen Bonus mit sich bringt, der es nicht ansatzweise relevant macht, diese einzusetzen. Denn es wird zum Beispiel ja hier gesagt, oh, du könntest den Gegner wegschieben, aber bisher ist, zugeben, ist der erste offizielle richtige Kampf, aber bisher gibt es keinen Grund, warum ich Leute verschieben sollte. Denn es ist nicht so, als würde ein Verschieben wirklich dazu führen, dass man auf einmal nicht mehr angegriffen werden kann. Oder halt flankiert werden kann, wenigstens. In den meisten Fällen steht der Gegner einfach wieder hin und kann trotzdem was machen. Entsprechend, ja, ich sollte vermutlich jetzt den hier ausschalten, aber halt, er ist nicht das Problemkind. Das Ding da unten ist das Problemkind. Entsprechend, dich müsste ich jetzt eigentlich vorziehen. Gucken, dass ich dich irgendwie angreife. Ich werde vermutlich sie angreifen, was natürlich jetzt wieder dazu führt, egal wo ich hingucke, ich weiß ja, dass der Gegner versuchen wird, mich anzugreifen. So, ich gehe jetzt mal bewusst hin, wie so hier. Okay, ich kann zum Beispiel jetzt kein G mehr drücken. Das heißt also, jetzt hier nochmal nachzugucken, okay, wer ist denn der Hund jetzt hier? Das kann ich jetzt nicht einsehen. Ich muss jetzt also im Vornherein wissen, welcher dieser Hunde dieser hier ist, als dritter so gesehen dran ist. Dann könnte Maximal das hier so hervorheben, dass es vermutlich in Ordnung geht. Okay, ich mache jetzt mal ganz bewusst so. In der Hoffnung, dass sie angegriffen wird und nicht einer der anderen Nasen. So, jetzt ist zum Beispiel die Tür offen. Das heißt also, Reinforcements sind schlichtweg einfach hier. So, und jetzt ist natürlich auch der Witz, und da finde ich es halt irgendwie schade, denn bisher gibt es keinen Charakter, mit Ausnahme von dem Magier, der meines Erachtens nutzlos ist, der aus der Entfernung angreifen kann. Dementsprechend meine Überlegung war, den ausschalten, wieder zurück hingehen, damit keiner von denen von hinten angegriffen werden kann. Denn, wenn wir mal wieder hingehen, ich gehe davon aus, wenn ich ihn wegbewege, kann der Hund einfach hier hingehen und Anadine von hinten angreifen. Wie gesagt, wir testen es einfach jetzt mal, wie das genau aussehen wird.
wie man sich vorstellen kann, wir wollen natürlich trotzdem die Anzahl der Gegner reduzieren. So, und jetzt muss ich natürlich selber meinen Rücken hier schützen. Nee, okay, jetzt geht's hier wirklich hin. 25 Schaden. Also, ich habe so das Gefühl, dass für den ersten richtigen Kampf die Gegner bereits viel zu clever sind, viel zu stark sind und nicht jeder sich so verhält, wie man es erwartet. Gerade so wie Hunde erwarte ich nicht, dass die angreifen und dann wegrennen. Bei menschlichen Gegnern ja, also die KI stimmt für meines Erachtens ja noch nicht so ganz. So, jetzt ist natürlich zwischen meine Frage. Würde ich die Möglichkeit haben, den Gegner mit einem Forceful Strike anzugreifen, würde was passieren, wenn ich ihn auf diese Teile schubse? Ich denke, das werden wir mal testen. Weil das wäre lustig, wenn man den einfach wieder da reinschubsen könnte. Nope, das tut schlichtweg rein gar nichts. Dementsprechend, bisher habe ich noch keinen Punkt gesehen, wo ich das Gefühl bekomme, das hat wirklich irgendeinen Nutzen. So, das ist jetzt zum Beispiel auch die Frage. Machen wir mal Escape. Help Conundrum. Battlefield? Gaining AP, Injury, Falling, Items, Targeting. Ich will wissen, was Blind tut. Deswegen, hier wäre auch hilfreich, dadurch, dass man halt Milliarden von Unterkategorien hat, dass man hier vielleicht so wie eine Suche hätte, dass man einfach sagt, hey, wo kommt denn das Wort? Don't underestimate Buffs and Debuffs. For example, Mute or Berserker Caster to completely neutralize them. You can cripple a physical fighter. Poison Bleed. Ich will wissen, was Blind tut. Also, für mich krankt dieses Spiel an allen Enden. So, also ich weiß, dass Doggy jetzt definitiv, zugeben ist jetzt noch nicht direkt als nächster dran, aber Doggy wird definitiv als nächstes versuchen, Shutmensch anzugreifen. Er wird definitiv runtergehen und sie angreifen. Und ich habe keine Möglichkeit, das irgendwie zu stoppen. Deswegen hier wäre es wirklich schön, wenn ich irgendwie zum Beispiel hier drüber halten könnte, um mehr herauszufinden. Tue ich nicht. Das hat einfach schlichtweg nicht funktioniert. Okay. Der hat sich zum ersten Mal gefühlt relativ dumm angestellt und rennt dann weg, ja. Die können mir alle zu viel. Die machen mir zu viel und ich weiß nicht, wie man das besser angehen soll. Okay, das ist natürlich klar. Jetzt versuche ich, dich von der Seite anzugreifen. Aber auch hier wieder, ich habe nicht irgendwo, wo ich sagen könnte, kann ich mich irgendwie cleverer anstellen. Denn wie man sieht, die Viecher überleben unendlich viel Angriff. Ja, der greift jetzt hier wieder von der Seite an. Ja, und wieder ist einer besiegt worden. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das wirklich hätte anders ausgehen können. Also ich habe das Gefühl, dass es ein Spiel ist, wo man vermutlich tausend von Charaktere rekrutieren muss, einfach nur, damit man nach jeder Runde immer wieder weiterhin genug Leute hat, die man rein und raus rotieren kann. Und das würde ich nicht als unbedingt ideal bezeichnen. Gerade so 24 Schaden. So, und dann ist der Kollege da hinten dran. Und an den komme ich ja nicht mal hin. Das heißt also, ich muss jetzt eigentlich hingehen. Was nicht genug Schaden ist. Jetzt hat er das Thorns wieder bekommen. Und ja, dadurch, dass er natürlich von jeder Seite angegriffen werden kann. Deswegen, wenn man sagen würde, oh, man hätte wenigstens halt diese Kisten, die halt einen Schutz bieten würden. Und nur zum Beispiel Hunde darauf springen würden. Aber ein Mensch zum Beispiel halt zu viel Zeiteinheiten fressen würde. Irgend sowas, dass man wirklich sagen könnte, man könnte sich clever positionieren. Bisher ist es nicht der Fall. Und das macht ja halt gerade sowas wie XCOM meines Erachtens interessant. Weil man halt sagen kann, oh, ich begebe mich in Full Cover, in Cover so, dass ich nicht flankiert werden kann. Das ist ja in dem Spiel nicht ansatzweise der Fall. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, warum der sich bisher als wirklich dumm angestellt hat. Oh, come on, ernsthaft? Die Tür ist offen. Ich kann diese Tür scheinbar nicht wieder schließen. Und das bedeutet also, dass jetzt hier einfach konstant neue Reinforcements kommen, ohne Ende, nonstop? Das ist schon leicht nervig.
Klar sollte natürlich auch sein, einfach mal ein bisschen positiv über dieses Spiel zu sprechen. Ich gehe davon aus, dass man in der Zukunft noch weitere Klassen bekommt und die Klassen, die man bereits hat, vielleicht noch mal ein paar Sachen lernen. Das heißt also, mit ein bisschen Glück kann man dann tatsächlich noch mal ein bisschen strategischer anstellen. Aber halt, zumindest jetzt hier in diesem allerersten Kampf. Der erste Kampf ist meines Erachtens schon viel zu lange laufend. Ich kann es, wie gesagt, ich komme da nicht rauf. Und dementsprechend, ich habe keine Möglichkeit zu sagen, ich stoppe jetzt, dass Reinforcements kommen. Die kommen jetzt einfach. Und es sollte auch klar sein, man muss nicht davor stehen, sondern wirklich, man muss draufstehen. Ja, das Beste ist bisher einfach nur drauf zu hämmern und hoffen, dass irgendwann der Gegner umkippt. Aber dass die Gegner so viel Schaden fressen können, dauert das einfach unendlich lange. Ja, und auch hier wieder, es gab für mich keine Möglichkeit, mich cleverer anzustellen. Denn es war mir klar, hätte ich sie nicht frontal angeguckt, hätte sie sofort von der Seite angegriffen. Und hätte ich mich nicht gedreht. In jeder Situation könnte der Gegner hier machen, was er will. Und das ist der große Fehler, den gerade wie gesagt sowas wie XCOM einfach cleverer macht. Wenn man sagt, okay, ich gehe jetzt hier hin, jetzt habe ich links und rechts von mir ein Cover, dementsprechend kann ich von links und rechts nicht flankiert werden. Dafür aber, wenn der Gegner halt frontal kommen würde, hätte er die Möglichkeit, zum Beispiel. Und das fehlt hier einfach, weil es ist scheißegal, ob der jetzt nach oben, nach links oder nach rechts guckt. Der Gegner hat, dadurch, dass das Terrain so groß ist, grundlegend die Möglichkeit, mich anzugreifen. So konntest du theoretisch weiterlaufen? Ja, okay. Dementsprechend für mich geht es in erster Linie darum, halt logischerweise die Schwachstellen zu finden, aber der Gegner findet meines Erachtens grundlegend die Schwachstellen. Und das war nicht genug. Das war ernsthaft nicht genug, denn klar, ab jetzt hier diesem Zeitpunkt, dreimal können wir angreifen, der Gegner nur einmal. Jetzt ist einfach reines Bullying. Das ist klar, aber halt eine Sekunde, in der natürlich mehr Leute unterwegs waren. Drei Leute von den sechs im allerersten Kampf wurden besiegt. Und das ist wichtig, das war Beginner-Setting, was wir hier hatten. Also, ich will nicht ausschließen, dass es besser werden kann, aber der erste Eindruck hier ist wirklich katastrophal schlecht. Ansonsten, man sieht hier, MVP wird hervorgehoben. Bonus AP, was auch immer AP ist. Wir haben zwar gesehen, dass man das im Tutorial speziell nochmal oder in dem Help-Menü nachlesen kann, aber trotzdem. Yep, injured. Und meines Erachtens konnte man das nicht allzu viel cleverer anstellen. Vielleicht wirklich, wenn man aggressiv in der Verteidigung bleibt, dass man wirklich sagt, okay, wir begegnen uns gar nicht da raus, sondern wir bleiben hier unten und versuchen, die irgendwie einzukeilen, aber selbst dann, die Gegner können gefühlt viel zu viel laufen und würde man irgendwie versuchen, die einzukeilen, würden die einfach vermutlich drumherum laufen. Back to the world map. Deine Salamander läuft da immer vor und zurück. This used to be an inn. Quite a prosperous one, if I remember all right. Burnt down in a marauder attack last year. And no arbiters nearby to prevent it. You allude to that scoundrel's claim about arbiters taking bribes. Nothing but a desperate attempt to talk their way out of a fight. I don't believe a word of it. And yet, here we are, dragging that foppish nobleman around because we can't quite trust the local chapter house. That's a long enough break. We need to keep moving if we are to reach Illister before nightfall. I'll make sure everyone is ready. Yeah. Do you need a breather after that? I guess it can't hurt if we are not in a rush. Thanks, Captain. Occasionally a note on the world map will be marked with a exclamation symbol, indicating that an optional character event is available. Select the note and choose event from the menu to view it. Note that some events are time sensitive and may disappear as the story progresses. Ja, da gibt es noch ein paar weitere Sachen, aber im Großen und Ganzen habe ich das Gefühl, dass wir hier so einen Eindruck bekommen haben von dem Spiel. Und ich bin von dem Spiel wirklich nicht angetan. Einfach weil sich das Kämpfen zwar strategisch anfühlt, auf den ersten Blick strategisch aussieht, aber nicht wirklich strategisch ist, meines Erachtens. Ich habe nichts davon, meine Charaktere ernsthaft zu drehen, einfach weil die Gegner grundlegend hinter mich seitlich angreifen können. Und ich meines Erachtens nicht genug Schaden anrichten kann oder Schaden verhindern kann, um meines Erachtens mich clever anzustellen. Ich habe nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, ich drehe meinen Rücken jetzt ganz bewusst weg, um in der Ecke zu stehen.
in gewissen Situationen ja, aber die Map ist trotzdem viel zu groß und viel zu wenig mit irgendwelchen Deckungsmöglichkeiten versehen, um ernsthaft Nutzen daraus zu machen. Und dementsprechend, meines Erachtens habe ich keinen großen Fehler gemacht, um sagen zu können, oh, ich, wenn ich das gemacht hätte, hätte den Magier oder den Mender beschützen können. Nope, da war einfach, die Gegner sind alle auf sie zugelaufen, haben draufgehauen, ich konnte mich nicht dagegen wehren und irgendwann sind sie einfach draufgegangen. Und dementsprechend, vielleicht ist es wirklich nicht ein Spiel, wo man hingehen soll und versucht, alle Leute immer halt zu retten, dadurch, dass sie ja zum Beispiel hier nicht wirklich draufgehen, sondern nur verletzt sind. Aber auf der anderen Richtung natürlich habe ich das Gefühl, dass ich im Grundlegend eigentlich all mein Geld für Recruits investieren muss, einfach immer genug von denen zu haben. Und zu einem gewissen Grade, ja, okay, aber andererseits auch wiederum, in der Map zum Beispiel konnte ich 3 extra Charaktere dabei haben. Für die nächste Map, wir wissen es ja vermutlich nicht mal von außen, wie viel wir tatsächlich brauchen. Aber halt, ich weiß jetzt zum Beispiel schon, zum Beispiel hier gehen sie gleich mit Level 1 bis 3, vorher war die 1 bis 2. Ich weiß nicht, wer sich um den Level 3er kümmern soll, denn ich glaube, ein Charakter hat ein Level-Up gehabt, der Rest so überhaupt nicht. Ich meine, da können wir ja ganz kurz gucken. G. When one of your characters earned enough AP to purchase an ability, the up icon will show over their feet. If the icon is moving, it means you can learn a new ability. Okay, lass uns da nochmal reingucken. Abilities. Learn abilities. You can learn new abilities from classes you have access to. You will need to spend AP to learn abilities. AP will be earned for your current selected class, not your subclass. Through participating in combat, characters not in combat will receive a smaller portion of the AP earned by those in combat. Additionally, everyone will learn a small amount of AP for classes their allies are using through the vicarious learning bonus. Mhm, klar. So, sie ist ein Mercenary Mender. Sie könnte als Mercenary was erlernen. Okay, und so ist es aufgebaut. Sie hat 344 AP, das heißt, wir könnten überlegen, sowas wie Power Strike oder Mind Strike zu bekommen. Okay, also wir hätten hier die Möglichkeit, zum Beispiel Attack oder Mind zu reduzieren. Das könnte durchaus hilfreich sein, so ist nicht. Set Abilities? On top of the regular abilities, a unit has access to through their current class. On top of the regular abilities, a unit has access to through their current class's Einsatz. They can also select a secondary set of abilities taken from any other class they have access to. You will automatically use the 2 passive abilities that your current class provides after you unlock them, and you can also set up to 2 passive abilities and 1 counter from any of those you know. Don't be afraid to experiment and create a unique unit that suits your own playstyle. Passive, counter. Okay, also sie hat aktuell Holy Magic als Mender Subclass und man könnte natürlich überlegen, hinzugehen zum Beispiel Panzer auszuwählen. Und das ist so wichtige, sie hat nur Holy Magic und Panthea zum Beispiel hat Lana ebenfalls von Anfang an, weil das ihre Standardklasse ist. So, gucken wir mal ganz kurz nochmal so ein kleines bisschen weiter. Okay, dadurch, dass du noch keine Subclass hast, meine Frage ist halt, was man machen muss, um das zu erlernen. Wäre zum Beispiel hier einfach Punkte investieren? Vermutlich wäre da richtig. Interessanterweise, das heißt, achso, ja, man sieht hier zum Beispiel, hier sind die AP. Die AP sind wirklich von Klasse zu Klasse anders. Earth One? Achso, man kann hier dann weiterschalten. Okay. Ja, okay, bisher sind es halt einfache Angriffe. Und da ist dann auch wieder so ein Punkt, der zum Beispiel meines Erachtens sowas wie The Sky richtig gut macht. Jeder Charakter, sei es freundlich oder feindlich, hat von Anfang an unterschiedliche Resistenzen. Heißt also, wenn man von Anfang an clever ist, oder Glück hat, müsste man zum Teil vielleicht auch sagen, hätte man sagen können, okay, Wasser und Feuer kann dieser Charakter von Anfang an und dieser Charakter ist anfällig gegen Wasser. Und dementsprechend hat man von Anfang an ganz klar, okay, ich weiß, ich muss hier Wasser einsetzen. Aber hier in dem Spiel, zumindest jetzt in diesem allerersten Kampf, abgesehen davon, dass ich halt grundlegend immer meine Freunde hätte mit angreifen müssen, wenn ich mehrere von den Gegnern hätte angreifen wollen. Es gab keinen Grund, Wasser oder Feuer zu überlegen, eins von den beiden zu nehmen. Man nimmt aber das Erste, was es kommt und hofft, dass es genug Schaden macht, was meines Erachtens nicht der Fall war. Und dementsprechend jetzt hier noch Earth und Thunder zu bekommen, ist vermutlich ab einem gewissen Punkt richtig, aber bisher,
meines Erachtens vollkommen uninteressant. Also, ich werde vermutlich persönlich nochmal so ein bisschen mehr Zeit investieren. Aber bisher gibt es keine Qualität, die hier mir gezeigt worden ist, die ansatzweise mir einen Grund gibt, allzu viel mehr zu spielen. Vielleicht kommt es über die Dauer, aber mir hat es so missfallen, wie das Kämpfen verläuft, wie das Ende des Kampfes war, wo man wirklich halt einfach Verletzte bekommen hat und nichts einfach schlichtweg dagegen machen konnte. Ja, also ich denke, damit werden wir zum Ende kommen. Und ich habe leider nichts Positives zu diesem Spiel zu sagen. Das ist wirklich schade, denn es war so ein Spiel, das ich schon seit längerer Zeit beobachtet hatte. Wirklich von den Screenshots sehr cool fand. Aber jetzt, wo ich das Spiel so selber sehe, wie gesagt, die Charaktere sehen sehr merkwürdig aus. Das Gameplay ist nicht wirklich gut. Und dementsprechend, ich kann es einfach nicht empfehlen. Gut, damit kommen wir zum Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verabschiede mich und bis dann.